Hello, hello, hello. Bin ich online? Ja, ich bin online. Hello, hello, hello. Kalimera, einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag. Wann auch immer du das Video hier schaust, vielleicht erwischst du mich ja auch live, wer weiß. Ich habe hier gerade ein bisschen Sonne getankt, bin jetzt mal in den Schatten gewandert, um live zu gehen, damit ich auch hier was in der Kamera sehe und die Sonne ist auch schon ziemlich heftig hier. Aber so schön einfach Sonne zu tanken. Ich würde gerne mal, weil das hat kürzlich jemand geschrieben, wenn alles für mich möglich wäre, wie geht's, mir ein ortsunabhängiges Online-Business zu erschaffen, wo ich dort, ich ersetze jetzt mal Arbeiten durch Wirken, wirken kann im sonnigen Süden, wo auch immer es mir gerade gefällt. Das war ja auch, als ich noch so unglücklich am Schreibtisch saß, im öffentlichen Dienst, eines meiner Träume, wo ich andere da draußen beobachtet hatte. Wie geht das? Vor allem Familien beobachtet hatte, als unsere Kinder auch noch kleiner waren. Wie funktioniert das, dass andere frei auf der Welt unterwegs sind, mit dem, was sie lieben, mit dem, was ihnen Freude macht, anscheinend auch noch Geld verdienen, und zwar richtig gut Geld, sodass sie sich das Leben ihrer Träume so gestalten können und sich um Geld keine Gedanken mehr machen müssen. Das habe ich mich immer gefragt. Wie funktioniert das? Irgendwie muss doch das auch für mich möglich sein. Ich weiß nicht, wie lange ich ja, da so auf der Suche war und auch versucht habe, das alleine hinzukriegen, kann ich dir ganz ehrlich sagen, das erste, wichtigste, was ich dir dazu mit auf den Weg geben kann, alleine es hinzukriegen, ist im Grunde genommen vergeudete Zeit. Weil was du wirklich brauchst, ist absolut klar zu wissen, wo deine Reise hingeht. Sonniger Süden. Wo genau ist das? Oder frei auf der Welt unterwegs zu sein, das war mein Wunsch. Also, dir mal ganz glasklar drüber zu werden, wo willst du leben? Und da kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu, auch eines meiner Fehler, die ich früher mal gemacht habe, wenn ich meine Zieleliste ehrlich angeschaut habe. Es waren nicht meine Ziele, sondern es waren gesellschaftskonforme Ziele, die man sich halt so gesetzt hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da gibt es auch wirklich ganz glasklare Anleitungen, die ich zum Beispiel auch in meinen Programmen, wo ich Frauen wie dich eben auch dabei begleite, ganz glasklar weitergebe, damit niemand in diese Falle tappt, sich Ziele zu setzen, die nicht die eigenen sind. Der zweite Punkt ist, dass du ganz klar auch wirklich deine Mission hast, dass du ganz genau weißt, warum bist du hier. Was entspricht wirklich deinem Seelenplan? Und im dritten Schritt auch ganz genau weißt, wie du daraus deinen Seelenberuf kreierst. Weil der Seele zu folgen, den Seelenberuf daraus zu kreieren, das ist mit das Allerwichtigste und der Fehler, den viele machen, den ich früher auch gemacht habe. Bin ja schon seit 18, 19 Jahren jetzt in der Richtung unterwegs, den ich zum Start gemacht habe. Ich habe einfach gemacht, ja, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Wunderbar. Nur ich habe es mir damit schwer gemacht und habe viele Jahre rumgeeiert. Habe viele Jahre rumgeeiert, auch mit dem Geld, weil ich einfach nicht das Einkommen auch generieren konnte, wie ich es einfach wollte, mit meiner Selbstständigkeit. Und umso länger dann einfach auch noch im öffentlichen Dienst ausgeharrt. Und der nächste Punkt ist dann wirklich auch das Thema Geld. Jeder von uns, der war ja schon mal oder ist aktuell noch, wenn du noch, also ich bin ja jetzt seit 2016 da raus, seit 2017, komplett selbstständig, mach nur noch das, was mir wirklich Freude macht, mit der gesamten Family. Wenn wir im Angestelltenverhältnis mal waren, dann sind wir es einfach gewohnt, dass andere unseren Selbstwert bestimmen, also darüber bestimmen, wie viel Einkommen aufs Konto fließt. Wir sind es auch gewohnt, dass andere bestimmen, was wir zu tun haben. Das fängt
im Elternhaus an, das geht weiter, also über die Kinderstube, Kindergarten, Schule und später dann der Arbeitgeber. Wir kriegen immer von anderen gesagt, was wir zu tun haben. Das ist einfach eine Hürde, die auf Zellebene abgespeichert ist, was es auch zu lösen gilt, damit das mit dem Seelenberuf und mit der Selbstständigkeit nicht darauf hinausläuft, ein neues Hamsterrad sich zu erschaffen, selbst und ständig zu arbeiten, sondern wirklich mit dem, was dir Freude macht, genauso wie du es möchtest, unabhängig davon, wie alle anderen das machen, sondern genauso authentisch, wie du es möchtest, dir dein Business erschaffst. Und dann sind wir auch bei einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich Authentizität. Authentisch du selbst zu sein, niemand nachzuahmen, die Dinge, die tief in dir verborgen sind, wirklich ans Licht zu bringen und ganz authentisch deinen eigenen Weg zu gehen. Authentizität schwingt um ein Mehrfaches noch höher als Liebe und Dankbarkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um den viele bis eben nicht wissen oder wenn sie schon mal was von gehört haben. Ja, wie bin ich denn authentisch ich selbst? Das sind alles so die Dinge, wo es in dem Mentoring-Programm geht, sei es jetzt beim Soulmate Live, wo wir dich 8 Monate begleiten oder beim 3 Monate Seelenplan entdecken, Seelenberuf daraus zu kreieren und wirklich auch dein eigenes Ding zu machen. Das sind alles die Dinge, wo es schwerpunktmäßig einfach darum geht, wo wir das gemeinsam auf die Beine stellen, uns all das anschauen, dass du wirklich ganz authentisch du selbst bist, damit das auch was wird und dann viel rascher zu deiner Lebenswirklichkeit werden kann, ortsunabhängig zu arbeiten, da zu leben, wo es dir gerade gefällt, mit deinen Liebsten, die du gerne im Boot hättest, dir keine Gedanken mehr um Geld machen musst, weil es einfach fließt, und zwar nicht nur einmal im Monat, sondern so, wie du es gerne hättest. Jeden Tag, jede Woche, wie auch immer. Und deshalb mal die abschließende Frage, worauf wartest du noch? Lass uns gemeinsam starten. Lass uns Gemeinschaft starten. Du findest in der Nähe hier irgendwo einen Link. Ich sage dir auch gern nochmal irmgard-bronda.de/Begleitung. Schau dir an, Soulmate Live oder erstmal 3 Monate, dann kannst du auch anschließend noch in Soulmate Live hüpfen, wo wir wirklich dein Online-Business komplett inklusive deiner eigenen Community auf die Beine stellen. Und let's go! Was hindert dich daran? Mach die Schranke auf, lass uns durchstarten und wie wäre es aufzuhören, andere dabei zu beobachten oder zu denken, hätte ich doch nur. Lass uns durchstarten. Wenn es kribbelt, melde dich an. Und dann verabreden wir unser Start-Mentoring und besprechen alles weitere. In diesem Sinne, sonnig warme Grüße, wo auch immer du gerade bist. Bis dann. Ciao, ciao.